Hallo. Ich habe ein neues Mikrofon endlich gekauft und installiert, nachdem ich mir die Aufnahmen ein paar Mal angehört habe und ich nicht so zufrieden war. Ich habe vor, ein Spiel zu spielen, Strategic Command Europe in War, was ich schon genügend gespielt habe im privaten Kreis. Ich spiele es gegen die KI auf Schwierigkeit 0%, Bonus 0,00, also auf ausgeglichen. Jo, das kann ich euch gleich sagen. Sekunde. So. Das sieht das Spiel auf alle Fälle. Jo. Wie gesagt, das habe ich am zwar, das ist am 5. Juli aufgenommen. Da habe ich einen schweren Tag gehabt, weil hab ich zwei Arztbesuche hinter mir gehabt und so weiter. Und da habe ich einen Scheiß gebaut beim Aufnehmen. Ich habe es nachher selber ein bisschen umgeschnitten und habe es dann auf YouTube hochgeladen, das Video. Also den ersten Teil davon in einer scheiß miserablen Qualität auf alle Fälle. Jo. Ich würde sagen, fangen wir an. Ich lade einmal. Ja, das Übliche. So, da. Es ist der 31. Nein, der 30. Dezember 1939. Die Kriegslage schaut folgendermaßen aus. Polen gefallen. Nach dem Einmarsch in Warschau Anfang Oktober, also ein bisschen später als in der Realität. Dann habe ich bereits einen Zerstörer verloren. Leider, der ist bei der, wie die von Deutschland zurückgekommen ist, über die Nordrate, über die Nordroute. Weil die ist am Anfang vom Spiel da gewesen. Also da ungefähr. Und dann ist zum Ende, und ich habe es natürlich von Anfang an, vom Dezember 39 an, vom September 39 an, habe ich sie darüber bewegt und dann wollte ich da nach unten bis zum Hafen und habe einen Teil von der Flotte vorgeschickt, dass ich Begleitschutz geben kann. Und ich kann von Glück reden, dass ich nur einen Zerstörer verloren habe. Das tut natürlich sehr weh, aber wenn man schaut, die Scharnhorst ist laut der Daten da 1 von 10 ein brennendes Wrack. Ob ich das wieder aufbaue, das stellt sich ein bisschen die Frage, weil ich will mich marinemäßig rein auf die U-Boote konzentrieren. Ja, aber ich war ja bei der politischen Lage. Also Polen ist gefallen. Im Krieg sind wir mit Frankreich, England, Kanada, Südafrika, glaube ich, Australien und Neuseeland, denke ich. Jetzt schauen wir mal auf Diplomatie. Dann, jo, da haben wir Belgien. Nein, 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 die sind noch nicht. Doch keine Alliierten. Jo. Nein, da sehe ich das nicht, tut mir leid, bin ein bisschen zu dumm dazu. Auf jeden Fall. Na gut, ich bin wie gesagt mit den Alliierten im Krieg. Russland hat sich mit einem feigen, Post-Putin-typischen, aber Stalin-mäßigen Nicht-Angriffspakt mit uns geeinigt. Die sind in Ostpolen einmarschiert, während wir den Rest von Polen da besiegt haben. Dafür habe ich ihnen das Recht gegeben, dass 1940 in Litauen einmarschieren. Und gegen Finnland führen sie dann auch Krieg, ne? Aber das hat mich nicht zu beschäftigen derzeit. Na gut, was habe ich vor? Ich habe vor, dass ich die Kräfte da unterm
von Rundstedt, dass ich die Infanteriekräfte da aufführe. Bis März 40 da aufführe. Die Luftflotte habe ich im Prinzip schon bereit. Unter Kontrolle von Küchler. Und der vom Bock hat meine Panzer über. Ja, die habe ich diese Runde schon bereits, also letzte Folge sozusagen, schon bereits abgegradet. Jetzt brauche ich es nachher nur mehr verstärken. Ja, da habe ich die drei Infanterieeinheiten noch, die will ich auch da ins Feld bringen. Ich muss natürlich die Grenze zu Holland und Belgien, wo es derzeit noch neutral sind, aber natürlich nicht bleiben. Die werden natürlich angreifen. Und da will ich mit den Panzerkräften, die ich da massieren tue, fast wie 44 über die Bastogne durch die Ardennen durch. Also so wie es in Realität auch war. Ja, das abschneiden. Na, schauen wir mal. Für das englische Korps ist schon gelandet. Das habe ich in der vorigen Runde gesehen. Na gut, dann schauen wir mal, wie weit wir sind, ob ich schon alles bewegt habe. Ich könnte jetzt auch noch einen Aufklärungsflug starten. Natürlich nicht mit der Stuka. Mit der 109er. Oder mit der. Aber ich glaube, dass ich die ein bisschen näher an die Front lege. Ah, okay, hat sich schon bewegt. Dann muss da. Ja, da bleibe ich auf der Position. Die sind alle in Marsch. Richtung Frankreich. So, und die U-Boote habe ich auch schon bewegt. Also im Prinzip brauche ich nur mehr Runde beenden. Ja, da habe ich kleinere Scharmützel gehabt mit dem kanadischen Zerstörer. Und da ist ein Franzosenzerstörer, die Terrible, die Schreckliche. Ich glaube, das ist schrecklicher als Terrible. Aber ja, und die Italiener schauen wir noch kurz an. Die haben 136 Punkte über. Ich habe das in Forschung gesteckt. Aber Infanteriewaffen, das ist das Einzige, was einen Sinn hat bei den Italienern. Natürlich, finde ich. Weil Panzer haben die zwar auch Einheit oben, aber die sind schrecklich in dem Ganzen. 136, ich glaube, ich werde das irgendwo investieren. Spionageaufklärung ist auch nicht schlecht. Das erhöht den Durchbruch. Aber ich stärke sie in der Industrie. Ja. Und das Deutsche Reich. Bin ich auf dem Weg zur 2er Stufen. Habe ich noch einen weiten Weg. 24% erst. Waren sie abgeworfen. Jetzt müssen die fast demnächst die nächste Panzerentwicklung anwerfen. Weil bevor wir nach Russland einmarschieren. Ja, das ist das späte Ziel natürlich. Dass ich Frankreich jetzt einmal besetze. Und dann muss ich mich entscheiden. Kommt darauf an, wie schnell das gehen wird. Weil könnte halt Operation Sea Lion auch durchführen. Aber kommt drauf an. Na gut, da bewege ich mich nichts. Ja, ich schicke aber trotzdem. Die Luftflotte 3 schicke ich trotzdem an, daher. Ah, der hat sich schon bewegt. Und daher. Ah, okay, das sagt mir, dass die ganze. Naja, das ist auch. Das ist schwierig zu handeln. Das sind nämlich. Zur Erklärung, das ist ein Chor und durchgehend weiß, da in der Mitte, so wie bei mir da,
Das ist eine Armee. Das ist die 8. Armee. Und das ist das 13. Korps. Das ist die 14. Armee. Und das ist beispielsweise das 4. Korps. Ja. Und wie gesagt, ich werde mir jetzt ein paar Punkte zusammensparen in dieser Runde. Ja, dann gehe ich nächste Runde die Entwicklung an mit den Panzer. Weil ich habe im Produktionsfenster kriege ich im März 2 Panzereinheiten. Im März ein Stuka-Geschwader. Und im März auch mittelschwere Bomber. Ah, im April. Für den Angriff auf Frankreich kommt mir der zu spät. Ist aber auch egal. Dann die Fallschirmjäger, die kommen am 1. Jänner. Ja, und in der Runde, wo ich die einsetze, die Runde drauf, erkläre ich Frankreich. Den Krieg. Ich habe ihm schon den Krieg erklärt, aber da marschiere ich ein. Vielleicht erkläre ich Belgien den Krieg. Und Holland vielleicht auch. Na gut. Okay. Dann machen wir uns die erste Jännerwoche 1940 ran. Frankreich setzt die industrielle Mobilisierung fort. Die UdSSR verstärkt ihre Militärproduktion. Deutsche Fallschirmjäger werden bei Hamburg aufgestellt. Alliierten Überfallangriffe auf Norwegen. Das hat mal ein bisschen was gekostet, 24 von 40, also 16 Punkte. Das heißt, meine Gesamteinnahmen betragen 215 Militärpunkte. Und Italien nimmt sowieso 72 ein. Jetzt kommt der Gegner am Zug. In England wurde das erste polnische Korps gebildet. Ja, so schaut's aus. Oh, Feindkontakt. Ah, hat keinen zweiten Zerstörer in der Nähe, das ist sehr gut. Achsenüberfall auf Kanada, Vereinigtes Königreich. In England wurde das erste polnische Korps gebildet und wir haben 8 Militärpunkte England abgenommen mit der U-47. Das erste Fallschirmjägerkorps kann ich platzieren. So, damit habe ich 2. Jetzt muss ich mal überlegen, wo ich das erste Fallschirmjägerkorps abstelle. Ich werde es mal daher platzieren. Die Italiener gegen den Garibaldi als Befehlshaber. Meine Chance, dass ich den Garibaldi übers Meer kriege. Fehler. Ich hätte es freilassen sollen. Ja, passiert dann jeden einmal. Dann soll ich mit dem Brindisi aufstellen. Und das erste Korps Italien. Korps bringen mir nicht recht viel. Ich habe da drüben in Afrika da eine Armee. So 2 Garnisonseinheiten. Ist nicht gerade viel.
Das Chor. Das lege ich. Wie weit ist das? Wie viel könnte ich da zusammenziehen? Gegen Frankreich. Die zwei bleiben als Speerspitze. Der General, der bleibt auf jeden Fall da. Und dann schicke ich den Garibaldi da oben. Ja. Damit habe ich alle Einheiten platziert. So, jetzt gibt es mal einen Gesamtüberblick. Es ist nicht viel passiert an der Front. Da oben ist, wie gesagt, das U-Boot. Nur war das ein Selbstmordangriff, wenn ich mit meinem Zerstörer ausrennen tat. Warte, wo ist der Zerstörer? Der ist oder so angeschlagen auch. Der hat 6 von 10. Wenn ich mit dem aufbrich nach Norden, das bringt nichts. Ich habe da das U-Boot. Der Versorgungsstufe 6. Also volle Stärke. Dann fahre ich da her. Ja. Sauber. Die kann der Linie angreifen. Dann, das hat Versorgung 8. Also eh noch eigentlich ganz eine gute Versorgung. Das mache ich auch nicht, dass ich einen Zerstörer angreife. Bleibe in der Schleichfahrt drin und bewege mich da raus. Oder ich ende den Modus auf Jagd. Bewege mich da nach links. Bewege mich da leicht nach oben. Ah! Ach Gott! Jetzt hat mich da der Kreuz angegriffen. Muss ich aufpassen. Das ist die U35. Wie viel Einbußen haben die? Naja. Moral geht natürlich runter. Der wird nächste Runde angreifen. Wenn es natürlich nicht mehr wegbewegen. Dann werde ich mal probieren, wenn der direkt rumfährt. Ja. Ich werde den jetzt da platzieren. So. Versorgung 5, ich weiß, das ist nicht viel, aber bleibt nichts über. Und Versorgung 6 ist auch nicht viel, bleibt auch nicht viel über. Ich werde aus nördlicher Richtung Nordost abstürmen. Ja. Na gut, nächstes wird es spannend werden, ob man U-Boot überlebt. So, schauen wir mal, das haben wir schon bewegt, das haben wir auch schon bewegt. Unsere Seestreitkräfte, die bleiben natürlich im Hafen alle. Ach, verdammt. Na gut. Gehen wir es mal an. So, dann einmal. Ich will rausnehmen. Zum Verstärken. Das heißt, ich brauche eine 10er. In Mannheim. Ja, bleibt da mal stehen. Die 10er Armee, die marschiert nach Norden. Die 9er Armee wird verstärkt. Ich werde nächste Woche die zwei Einheiten austauschen. Das wird jetzt ein schwieriges Unterfangen. Ich bringe mal den von Rundstedt einmal näher. Schauen wir mal, wie das mit den Punkten ausschaut. Versorgungspunkte. Ja, es geht so halbwegs. Die marschieren noch. Marschieren auch noch. So. 335 Militärpunkte.
So, dann verstärken wir mal den Panzer. Kostet immerhin stolze 15 Punkte, Militärpunkte. So, da haben wir keine Armeen, das sind alles Korps. Da haben wir unsere drei Armeen. Da habe ich die 10. Armee. Und da haben wir unsere 7. falsche Mega-Einheit. Jo. Jetzt, wie bewegen wir die? Es gibt natürlich eine strategische Bewegung auch, das kostet viel mehr Punkte. Jetzt haben wir Februar 10, 1940. Das bedeutet Februar, März, April. Wir haben nur mehr 1,5 Monate. 1,5 bis 2 Monate. Wo ich angreifen will. Weil das darf mich schon Vorteil bringen. Ja, Gewaltmarsch. Bei dem bringt's was. Okay, der macht einen Gewaltmarsch. Macht der Armee. Verliert zwar derzeit Moral, aber die hat er in 2 Monaten wieder oben. Na, da bringt's auch nichts. Es ist jetzt Winter. Das ist überhaupt ganz schlecht. So. Ja, das darf man auch da oben bewegen. Punkte. Ich brauche 200 Punkte, um die Panzerforschung anzuwerfen. Ich mache das sofort. Panzer. Flugzeug muss ich dann aber auch nachziehen. Wäre Bomber lasse ich vielleicht aus. Kommt drauf an. Langstreckenflugzeuge muss ich unbedingt da entwickeln. Die U-Boot-Waffen, ja, die geht schon Richtung 2. Richtung 1 geht es einmal. Ja, ich mache einmal die Panzer. Panzer. Jawohl. Dann schließen wir das einmal. Was haben wir für eine Reichweite? Die Bombe ist klar. Und die Stukas. Warte, schauen wir uns mal genau. So, das heißt, der erreicht Brüssel. Okay. So, die Messerschmitt erreicht Brüssel. Aber. Die Brüssel erreicht. Wir haben 1, 2, 3, 4 Felder. 1, 2, 3, 4 Felder. Also ich muss die näher an die Front bewegen. Aber das kann ich auch noch später machen. Dann bewege ich noch meins. Die Jäger sind da vor allem um den Bereich abzudecken. Die erste Kampfgruppe, die kann da nicht ruhig da auch mit bombardieren. Ich muss eben immer eben E-Mail nehmen, auf alle Fälle. Das habe ich eigentlich vor mit dem Chemiker. So wie in der Realität auch. So, ich sehe gerade was. Die Sonne blendet mir auf meinen Monitor, das seht ihr natürlich nicht. Sekunde. So, das ist ein bisschen verbessert. So. Jetzt haben wir wieder, okay. Sekunde.
Entschuldige. Das war jetzt notwendig. Ja, sonst hätte ich nichts mehr gesehen. Okay. Na, ich bin gespannt, weil ich schaue mir nachher natürlich auch die Aufnahme an. Zwecks, das mit dem Sound funktioniert überhaupt, das jetzt wesentlich besser ist, oder ich schaue immer wieder nach rechts, wegen dem Ausschlag vom Mikrofonpegel. Ja, Einstellungen alle in Ordnung waren und so. So, wir waren an der Front. Die habe ich da mal alle hinbewegt. Ihr könnt das ja den Art tauschen, die Runde sogar schon. Nur das, naja, das geht. Verschanzung 4. Die Gefahr ist natürlich, wenn ich den austausche und der hat nur Verschanzung 4, kann der einmal, zweimal angreifen. Aber wenn er den Angriff wagt, kann ich ihm nachher mit der Armee und mit 2, 3 Chor. Ja, okay. Dann tausche ich den nochmal aus. Dann upgrade die Einheit einmal. Infanteriewaffen. 90 Punkte noch. So, den lasse ich gleich da stehen. Mit 59% Bereitschaft. Das ist aber. Und 68% Moral. Ja, die. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Das fällt mir jetzt wirklich erst auf. Da bleibt bei einer Verschanzung über bei einem. Da bleiben 3 von 4 Verschanzungen über. Weil dann kann ich das eh super machen. Aber die größere Gefahr ist nachher, dass ich da die Einheit rausziehe. Die Einheit reinziehe. Das wird ein bisschen gefährlich, weil da ist die 4. Armee und die 5. Armee und die sind beide moralisch okay, werden gut versorgt, sind super verschanzt und Bereitschaft ist bei 70%. Ja, aber der, das wird das 18. Korps, das macht das schon, das mache ich nächste Runde. So. Okay. Mach einen Störangriff mit der Luftwaffe. Ich wiege lieber die Franzosen im Frieden. So, da habe ich die Ariete-Panzer. Jetzt mache ich das mit Italiener. Wir haben genug Punkte. Dann muss ich aus dem Haufen aus. Ja, dann nehme ich den DD lieber. Das geht so oder so erst nächste Runde. Dann versammle ich da ein paar Einheiten als Begleitschutz. Aber theoretisch brauche ich keinen Begleitschuss, weil Italien ist ja mit niemandem im Krieg. Stimmt. Eigentlich schon. Die Belos hier auslaufen. Und ein zweites Battleship, die Conti, die Avur. Belos hier auslaufen. Jo, Hafen. Dann den mache ich da auch bereit. Die will ich auch rüber bewegen. Die erste Armee Italien. Mein Gott, sind die schlecht beieinander. Bereitschaft 29 und Moral 34 und hucken auf ihren fetten Arsch in Venedig, nicht Venedig, jetzt bin ich nicht einfach da. In Venedig, nicht. Ja, in Venedig, ja. Und da hätte ich aber eine andere Moral als so da, das 34. Nur dazu sind sie jetzt noch im Frieden. Ich schau mal, wie weit ich den stärken kann. 5 Punkte, die 5 Punkte warten. Okay. Ja. Ich stärke. Es geht nur ein Punkt. Schauen wir mal. Ja, die sind ja nicht einmal im Krieg, da gibt es ja noch ein Dings. Da muss ich die nach Mailand, Panzer nach Genua. Verstärken wir den auch. Okay, maximal. Im Kriegsfall. Dann muss ich noch, wenn ich den wegschicke, mache ich die 2 Einheiten. Die 2 will runterschicken.
Ja. Die zwei schicke ich noch Afrika. Den lustigen Garibaldi. Und wen kann ich von dort ziehen? War kein so richtig. Na gut, dann kaufen wir mit den Italienern. Kann ich sagen. Die Zehnte. Ja, das war schon wieder. Blöde Italiener. Na gut. Ich habe nichts gegen Italien, aber es ist ein bisschen ermüdend, wenn man mit so Auflagen kämpft. Ja. Dann war es besser, wenn ich auf Tripolis, ich möchte den Tripolis gerne abziehen. Den Schiffstransport, möchte ich den rüber transportieren. Ja, der Verschanzung von 6. Na gut, das kommt zur so nicht in Frage. Dann bewege ich schon mal die Fliege da oben. Und die Jäger. So. Das U-Boot, das. Muss ich da mal in den Hafen fahren? Ja, was machen wir mit den italienischen Kameraden? Marine bewegt, Forschung alles ausgeben. Mit den Deutschen könnt ihr noch was kaufen, aber nur Garnisonen. Und der Kavalleriedivision. Florian Geier. 76, wenn man das besser tat mit den Waffen. Kostet man 84. Das heißt, Ankunft Juni 9. Das ist mir zu spät. Das ist mir zu spät, Kamerad. Mechanisiert. Panzergrenadiere hätte ich jetzt auch schon gern. Aber ist mir zu teuer. Na gut. Dann Februar. Es ist der 10. Februar 1940. Und jetzt gehen wir auf die nächste Runde. Oh, die Briten feiern die Eroberung der Altmark in den norwegischen Gewässern. Alliierten Überfall auf Norwegen, deutsches Reich Konvoi. Ja, mal wieder nur so wenig Einnahmen. Ja, das sind die Importe aus der UdSSR wegen unserem Nichtangriffspakt. Wir haben ja sozusagen Polen verkauft für ein paar Importe. Italien nimmt 1,72 Militärpunkte. Okay. Schauen wir mal, was die machen. Ein Kontakt, sehr gut. Das erste U-Boot habe ich schon mal abgefangen. Ah, Schaden ist auch nicht viel. Und von Süden U-Boot her? Nein, im Norden wird es auch abgefangen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, sehr gut. Die leichte Kratzer hat nichts erreicht. Ja, ich glaube, das mit der Marine ist durch. Das ist sehr gut. Besser gelaufen, wie ich mir gedacht habe. Kommt noch mal in die Bewegung. Die UdSSR annektiert nach dem Ende des Winterkriegs finnisches Gelände. Gebiete. Hanko.
Antikriegspropaganda sorgt für die Unzufriedenheit in der französischen Armee. Sehr gut. Achsenüberfallangriff auf Kanada. Nachdem Daladier über die Niederlage Finnlands stolpert, wird Paul Renault neuer Ministerpräsident. Mhm. Die UdSSR annektiert nach dem Ende des Winterkriegs finnische Gebiete. Anting, ja, das ist eh das. Die U30, was diesmal, die hat einer 17 Militärpunkte abgenommen. Deutsches Hauptquartier. Unsere Eisenerzimporte aus Norwegen könnten von den Briten bedroht werden, die in Norwegen einmarschieren und unsere Konvoirouten abschneiden könnten. Dementsprechend ist es unbedingt empfehlenswert, dass wir das Land schnell besetzen. Aus diesem Grund haben wir einen Plan entworfen, um heimlich mit Einheiten in Norwegen zu landen. Die Truppen sollten ausreichen, um mit dem norwegischen Widerstand und etwaigen Alliierten gegen Aktionen fertig zu werden. Die Vorbereitung würde uns 180 Militärpunkte kosten, verteilt auf zwei Runden mit je 90 Militärpunkte. Die Invasion würde am 9. April 1940 beginnen. Autorisieren Sie die Invasion Norwegens? Natürlich autorisiert die Invasion Norwegens. Es ist nur die Frage. Im März greife ich da. Ich will aber schon Ende März, Anfang April Norwegen. Ja, warum nicht? Greife Norwegen und Frankreich auch. Und Belgien und Holland. Ja. Deutscher Außenminister. Jetzt wäre eine gute Zeit für uns, in Dänemark einzumarschieren, um unsere Nordflanke der Lebensmittelimporte, die wir aus diesem Land beziehen, zu sichern. Zudem wäre die Wirkung am größten, wenn wir Dänemark zur selben Zeit besetzt, zu der wir in Norwegen landen. Und damit hätten wir eine erheblich sicherere Route nach Norwegen. Deswegen lauten die Pläne, dass wir unsere Invasion Anfang 1940 starten. Okay, Dänemark kommt dazu. Wir gehen nur von schwachem Widerstand durch die dänische Armee aus. Um die Unruhen und Störungen so gering wie möglich zu halten, haben wir vor, die dänische Regierung und der König in Amt und Würden zu überlassen. Demzufolge wird uns das Einmarschieren in Dänemark lediglich 50 Militärpunkte kosten. Sollen die Vorbereitungen für die Besetzung von Dänemark beginnen? Natürlich, natürlich, Herr Außenminister. So. Das ist natürlich jetzt blöd. Das ist nämlich ein bisschen übersehen mit der Zeit, dass noch ein Februarzug, kleiner Märzzug kommt. Das heißt, vom jetzt März 23, 1940. Meine zwei Panzer habe ich da. Einen taktischen Bomber. Ich platziere das später. Ich will um Köln platzieren. An die Front. Und. Wieso kann ich die nicht platzieren? Hallo? Aber die taktischen Bomber, die kann ich überall platzieren. Platziere ihn da im Süden. Den 5. Panzer. Ja, kann ich nur da oben platzieren. Ich hab gehofft, dass ich die in Köln platzieren kann. Also haben die Italiener gekriegt, die 10. Garnison. Die platziere ich auch noch nirgends hin. Okay, ich muss einmal. Ich fange einmal mit der Marine an. Das gehört. Also erstens sind einmal drei U-Boote gesichtet worden. Also zwei A-Zerstörer, zweiter Zerstörer und der U-Boot. Die wollen sie jetzt wirklich wissen. Dann haben wir Versorgung 5, dann fahre ich schon Richtung Hafen. Und das ist zu knapp. Hm.
Ja. Dann muss ich mich da aus der Falle lösen. Gehen wir auf Schleichfahrt. Ja, natürlich. Es war verlockend. Ich kenne damit die Reinheiten. Das ist auch wirklich eine gute Frage. Das ist die Sheffield. Kostet einem 100 MPs. Mal gleichwertige Schiffe herzustellen, aber ja, das hat eher Versorgungsschwierigkeiten schon. Nein, die hat noch gar keine Versorgungsschwierigkeiten. Ja, wenn sich die Gelegenheit ergibt. U47, Feuer. Yes! Ach, schon nur, das geht. Null von zwei. 32, Feuer. Dann bringen wir die in Sicherheit. Oh, fuck! Ah, er zieht schon seine Kräfte ran. Und ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh, fuck. Jetzt warten wir zu gewesen, mit dem Sechser von Norden näher angreifen. Und versenken. Auf. Verdammt. So, wir sind. Na, sieben ist aber auch nicht stark. Dicken hast. Ja. U47, U35 und U32. Ihr macht's mir Sorgen. So, die habe ich schon bewegt, ja, gut. Okay, jetzt können wir wieder weiter konzentrieren auf die Westfront, auf die zukünftige. Den Panzer wollte ich wegbewegen noch. Der bewege ich da her. Schauen wir mal. Na. Und die neue Einheiten, ja. Der ist nur in Düsseldorf zum Aufstellen und der wartet überall. Okay, wenn der überall ist, dann kann er über Koblenz aktivieren. Die erste Panzer. Und der fünfte Panzer Düsseldorf ist da. Okay, den Italiener vergessen wir mal. Jetzt ist die Frage. Entschuldigung fürs Pfeifen. So. Der daher. Ich mache ihn schon bereit. Für den Absprung.
Stück bewege weiter an der Front. Ich gehe weiter nach Norden. Wie schaut die Moral aus? Bereitschaft? Perfekt. 111% Moral ist interessant. Eigentlich 100% alles ist. So, lass mich nachdenken. Nächste Runde startet ein Krieg. Das heißt, ich werde dann alles, alle Kommandostrukturen umlenken. Ja. Was haben wir noch? So, da haben wir die Infanterie da oben. Das heißt, wir haben noch eine Runde Zeit zum Austauschen. Great. Die Armee braucht ja unbedingt Infanteriewaffen. Noch meins. So. Okay. Auch mal bereit. Das wird der Schlag werden, der wird einer wehtun. Den schicken nach Norden. Den schicken wir auch nach Norden. Nach Frankfurt. Die Einheit schicken wir nach Stuttgart. Die sind mitverteidigen da. Und ja, auf jeden Fall über den Fluss, den Neckar. Ja. Ist alles rund für sich für den großen Schlag bereit nächstes Monat. Das heißt, im April, fang ja einen Monat wenigstens bevor die. Die Situation eskaliert ist in Wirklichkeit. So. Im April 40 nehme ich das ein. Hab dann Truppen zum Verschirm. Dann greife ich da mit drei in der Regel noch. Von Rundstedt, von Küchler und von Bock. Und Bock übernimmt die. Schauen wir mal. Ja, der hat ja genug Reichweite. Ja. Punkte habe ich jetzt noch. Ich könnte. Das ist nämlich eine gute Idee. Schau mal, was. Nein, ich mache jetzt mit Italiener kurz. Wo ist das, was ich gemeint habe? Zack. Transport, 35 MP. Ah, holy fuck, ist das der. Wie kostet man der aber zum Transportieren? Zack. 46. Okay, muss ich den einmal losschicken? Ja, schau, das ist zu teuer. Das ist auch zu teuer. Das ist eine. Na gut. Wir bringen ihn auf alle Fälle in den Hofen da. Laden ihn da aus. Dobruk.
Wir sind noch nicht im Krieg mit England. Okay, wir sind noch nicht im Krieg mit England. Muss ich theoretisch das Ganze so anpacken? Genau. Gut, gut, gut. So. Und kann ich den wieder verstärken. Und zwei Punkte. Ja, jetzt habe ich Deutschland davor gehabt. Mechanisiert. Kann ich schon den ersten Upgrade kaufen? Ja. Mit der Mobilität? Nein, ist zu teuer. Muss ich mal Panzergrenadiere kaufen. Panzer selber warten auch nicht. Ja, aber ich muss auch Panzergrenadiere mal kaufen. Ja. Das trifft am 21. Juli 40 Jahre. Ja. Okay. Machen wir uns bereit. Die Italiener, die wollte jetzt, eigentlich wollte die da sitzen. Das heißt, ja, ich lasse die einmal so. Diplomatie, wie schaut's denn mit Spanien aus? Ah, ich muss wieder mal Punkte nachschießen. Bei Spanien muss unbedingt zu den Achsenmächten. Okay, das heißt, dann einfach nichts darunter drucken. Ja. Ja, genau, 55 Minuten aufgenommen. Ich mache mal eine kurze Pause, wenn es euch nicht stört. Ja. So in etwa 6-7 Minuten. Setze mir einen echten Kaffee auf. Sorge für Luft, weil die Sonne ist inzwischen weg. Ja. Das übliche halt. So circa 6-7 Minuten, gell? Jo.
haben wir gleich wieder online. Keine Angst. Führe in der Zwischenzeit Selbstgespräche und drehe mir eine Zigarette. Wobei der beschissene Filter nicht hält. Deswegen probiere ich eine andere. Ah, das ist eine. Okay, das Ganze kommt nur davon, weil ich heute noch früh vergessen habe, mir Zigaretten zu kaufen. Das Stoppen. Auch nicht der Fütter. Ich weiß nicht, ob das so politisch korrekt ist. Wenn ich meinen Stream einer rauche, ich habe zwar vorher versehentlich eine geraucht, aber machen wir es lieber offline. Man weiß nie. Ich habe zwar keine Sau, also kein Mensch, kein Human Being, schaut meinen Stream, aber wegen dem Stream ja nicht. Es macht mir richtig Spaß, mein Equipment da. Um wenig Geld haben wir ein tolles Equipment dazu gelegt. Dann mit dem Mikrofon, mit dem Equalizer und so Einstellungen machen, das war sehr interessant halt. Rauschunterdrückung und so. Doch, da merkt man sofort, wie die Qualität ansteigt. Genauso wie mit dem Mundschutz, weil das hat alles seinen Sinn und Zweck. Ich bin nur sehr gespannt, wenn wir die Aufnahme nachher anschauen, wie hoch der Pegel kommt mit dem Dings. Wie zum Beispiel, wenn er ein Stück angreift und so, die Geräusche vom Spiel. Ja, darum habe ich mir hauptsächlich, nicht hauptsächlich, aber es gefällt mir ein sehr gutes Spiel. Aber darum habe ich mir ist ausgewählt, weil das nicht so ein Action-Spiel ist und so. Noch 3-4 Züge, dann kommen wir wieder online. Ich check einmal Twitch an. Mhm. Jo, passt. Oder das Atmen hört man gar nicht mehr. Genauso wie die Hintergrundgeräusche. Das ist ein Wahnsinn, das kann man alles mit dem Mikro so einstellen. Ja, Podcast hätte ich auch gerne machen, aber mir fallen die Themen irgendwie. Historie interessiert mich sehr stark. Das hat aber nichts mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Das geht um den Ersten Weltkrieg, 30-jährigen Krieg. Um alle Kriege allgemein und auch in der Zwischenkriegszeit jeweils. Ja, was viele gar nicht wissen, ist, dass wir einen Aufstand gehabt haben zwischen 18 und 39. In Österreich rede ich davon. Weil ihr habt ja auch in Deutschland habt ja einen Spartakusaufstand gehabt und sowas. Ne? Es war eine turbulente Zeit. Was leider in einen wahnsinnigen Psychopathen geendet hat, das Ganze. Weil sie die Leute nicht zusammenreden und nicht zusammenreden können haben. Irgendwie. Ja. Fahrzeuge noch. Ich bin nämlich stark süchtig nach Zigaretten, deswegen. Soda. Dämpfe einmal die Zigarette aus. Ja, sehr gut. Grüß euch. So, schauen wir mal. Wir waren letztens
Warte, ich stelle mir da mal das Ding ein, ob ich das hier. Das war ja ein Risiko. Weil ich habe den Bildschirm gar nicht eingeschaltet gehabt. Als Kontrolle meine. Ja. Geht. Dann schauen wir mal. Wie die Truppen bewegt. Wir haben alles gemacht, was möglich ist. Ja. Die zwei habe ich absprungbereit gemacht. Mache ich nachher einen Aufklärungsflug hinter den Linien. Das ist hier, wo was liegt. Und die Panzer stehe ich dann auch vor. Der ist ein bisschen blöde platziert. Das ist auf einem klaren Feld. Ja, der stoßt so vor. Na gut, ich beende die Runde März der 23.1940. Achtung! Deutsche Truppen marschieren in Dänemark ein. Antikriegspropaganda sagt für Unzufriedenheit der französischen Armee wieder. Außenminister berichtet vom diplomatischen Erfolg. Spanien, Achsenmächte um 8% gestiegen. Muss jetzt unbedingt an Diplomaten wieder hinschicken. Wissenschaftler, über Fortschritte bei der Infanteriewaffenentwicklung auf 63 und 20%. So, diesmal habe ich nur wenige Militärpunkte. Das natürlich auf zweimal. Einmal für die Besetzung von Dänemark, 50. Und 90 für die Invasion in Norwegen. Und die werden wir zweimal abzogen, das heißt nächste Runde auch. Ja, Italiener nehmen wie immer 76 ein. Jetzt wird es spannend an der, genau, Feindkontakt. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, das müsste schon gewesen sein. Flottenbewegung maximal noch wegziehen von den U-Booten. Obwohl ja das bei Zerstörer nicht nur. Ah, da ist doch noch einer gekommen, aber ja, der einen Feindkontakt gehabt mit mir. Der bringt das auch ganz nah ran. Demonstration gegen die Annexion Dänemarks führt zur Störung in Reykjavik. Und Regen in Reykjavik. Ja. Deutsches Hauptquartier. Der Bau des Schiffsraums unserer geplanten Flugzeugträgers Graf Zeppelin ist noch nicht fertiggestellt. Der Abschluss der Arbeiten wird uns 200 Militärpunkte verteilt auf 8 Runden mit je 25 Militärpunkte kosten und bis Januar 42 dauern. Naja. Ich sage einmal nein, weil unsere Marine ist ja so im, Verzeihung den Ausdruck, im Hintern. Nein. Und das neue zweites Stuka-Geschwader, Sturzkampfgeschwader, ne, ist eigentlich ein falscher Name. Sturzgeschwader. Na, schauen wir mal. Die setzen wir in Düsseldorf an. Dann ist in Italien, muss warten. Okay. Und wir starten jetzt den Angriff am 14. April 1940. Das erste ist einmal. Die unterstellen. Ich muss aber gegen beide Fronten anrennen. Gut. Das heißt, die zwei freistellen, dann unterstellen wir das. Den Panzer. Die da, das stellen wir auch frei. Den unterstellen wir.
Ja. Was, wenn du da noch? Da hat er noch anfangen. Okay. Und muss ja alle freistellen. Kommen in dieser Runde eine an die Front, der ist eh von dem unterstellt. Unterstürmer. Dann kann ich theoretisch von da Einheit A freistellen. Unterstellen. Das ist die Frage. Wieso geht das nicht? Ich habe doch da alles im Kommando. Achso, ja, wie der uns sagt. Ja, dann muss ich den unterstellen, den unterstellen. Dann den und ja, den geht nicht mehr unterstellen. Mit zwei, der kommt nicht so weit. Zwei, der kommt auch nicht so weit. Steht er nochmal frei. Und stellt ihn unter. So, damit habe ich garantiert, dass sämtliche Einheiten, was im Kampfgebiet sind. Okay. Jetzt wird's spannend. Gegen Belgien. Und gegen Holland. Okay. Ich fliege mal daher, Aufklärungsflug. Ja, Abfangjäger. Ah, Schaden. Drei Schaden. Sehr gut. Das heißt, ich muss ihn von oben nehmen. Okay. Na, da muss ich jetzt halt sämtliche Luftangriffe fliegen. Okay. Ja, der hat schon angegriffen. Okay. Okay. Auch mal ein Stück Angriff. Auf Ebene Mail. Einmal Opferjäger. Eskorten. Einschaden. 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 Gut. Dann das zweite Sturzkampfgeschwader. Das Zwarer. Name E-Mail. Ja. Und damit ist die Luft frei. Und wie viel mehr ist da? Und greift da an. Sehr gut, damit haben wir den Posten befreit. Dann springe ich da. Ah, Opferjäger der Engländer. Jawohl. Aus der Mauer. Sehr gut. Das heißt, Infanterie, Panzer. Jawohl.
Das heißt, der Panzer rollt damit daher. Dann zerschlage ich das mit 1 zu 3. 0 zu 3. So, mein zweiter Panzer. Rollt daher, 0 zu 4, beziehungsweise 0 zu 5. So, und dann checken wir noch. Ja, das geht sich aus mit dem. Dann kann ich dem nach Norden vorstoßen und dann 0 zu 4. Okay. Dann Antwerpen. So, wir Antwerpen eingenommen. Das war die Hälfte der Panzer. Dann. Bewege den da her. Ja, genau. Die letzten Meter habe ich gesehen. Ja, das ist klar. Dann habe ich den noch. Der bombardiert das Hauptquartier. König Leopold III. Ja! Und zerstört. Sehr gut. Dann habe ich noch den Clan. Der kann da nirgends richtig gehend angreifen. Ja. Vergessen wir mal. Okay. Ah, Luxemburg habe ich vergessen. Ich habe ein Land vergessen, den Krieg zu erklären. Ja. So. Es ist einfach einmarschieren. Luxemburg hat da mit mir. Also zwei ist mir dazu nicht so schlecht. So. Und jetzt. Halt zwei Angriffe auf die Armee. Und noch eine. Fuck. Ich muss Brüssel erreichen. Jawohl, hab ich. Damit. Lösche das fast aus und lösche das aus. Ja, meine Panzerspitze ist, haben wir auf jeden Fall Forderungen. Da ist der Abwehrsturm der Franzosen. Ja, da muss ja auf jeden Fall was einschlagen. So. Das sind meine Verteidigungseinheiten. Gut. Die bleibt da drin. Ich kann theoretisch den auch angreifen. Ja. Ich glaube, an Widerstand kriegt es. Ja, genau. So kann sich die nicht da bewegen. Na, wurscht. Dann. Ah, das sind Resteinheiten. Aber die werden angegriffen gleich. So, dann. Haben wir da alles erobert. Da haben wir erobert. Da haben wir erobert. Panzer bleibt da mal. Das heißt, im April jetzt haben wir Belgien und Holland schon erobert. Achso, haben wir Belgien mit Brüssel schon erobert.
Den Haken müssen wir der nächste. Nächstes Mal nehmen. So, dann. Ja, ich denke mir noch, wenn ich die Stukas bewege. Die Jagdfliegereinheit, der kann es noch fahren. Ja, kann es noch fahren. Ja, kann es noch fahren. Fies haben wir auch noch fahren. Fies auch fahren. Den setzen wir da oben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann, naja, na, das ist doch alles kein Sinn. Da ist die Maginot-Linie. Das hat alles keinen Sinn da. Aber da, wo es aus ist, dann, da geht's dann. Jo. Und das einmal upgraden. Dann noch ein Stück mehr. Dann bewege ich den nach Norden. So. Der muss auch mit den Truppen mitmarschieren. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Unsere Armee steht bereit. Jetzt habe ich alle Bewegungen gemacht, die ich gemacht habe, keiner oder wollen habe. So. Ja. Schauen wir das U-Boot, das weiter in unsere Richtung. Ja. Dann das U-Boot. Modus Schleichfahrt. Ja, Zahl ist einmal entkommen. Das bewegen wir auch in die Richtung raus. Ja, und das bewegen wir auch in die Richtung raus. So. Dann habe ich zwar keine U-Boote und zum Abfangen, aber geht nicht anders. Die zerreiben uns sonst. Und U-Boote will ich auch keine verlieren unbedingt. Bin ja Risiko eingegangen letzte Runde damit. Okay, dann schauen wir nach Kopenhagen. Ja, das ist echt cool. Norwegen wird der nächste Runde gestartet. Im Osten ist eh alles beim Alten. Dann 83. Das heißt, wir setzen uns nach Kassala. Ja, da ist er noch in der Reichweite. Dann müssen wir unbedingt die transportieren. So. Und die transportieren. Ja, geht sich diesmal aus. So, und sicherheitshalber. Legen wir zwei Battleships rum. Und ein Zerstörer vor dabei. Und hinten Absicherung über U-Boot. Ja. Dann bewege ich die nochmal zurück. Ich kann jetzt noch nicht transportieren. Nein, unmöglich. Dann den Bomber. Die bewege ich noch nach Massus. Daumen. Jäger auch.
So, dann haben wir neue Einheiten. Jetzt kann die Italiener da einstellen. Der bewegt seinen Arsch auch da her. So viele Punkte. Also so wenig Punkte und so viel zum Reparieren und so. Ja. Nächste Runde komme ich dann mit der Flotte A im Süden. Okay, Marine habe ich in Sicherheit gebracht. Da steht der letzte Rest in Europa. Im Norden. Das ist alles viele Palle. Kleinigkeiten. Das heißt, April, im Mai nehme ich dann die Dings ein. Habe ich irgendwas zum Verbessern? Beziehungsweise irgendwas zum Kaufen? Ja, Armeen, sorry. Armeen muss ich kaufen, unbedingt. So viel Armeen wie möglich kaufen. Gegen Russland sind die Gold wert. Die sind fast besser wie die Mechanisierten. Von der Slowakei, nein, da habe ich schon alles gekauft. Ja, Luftabwehr. Sind nicht schlecht, aber derzeit. Wie habe ich jetzt ausgegeben? Insgesamt 1600 von 2000. Das heißt, ich könnte noch 100 Punkte ausgeben für den Seekrieg, aber da habe ich kein Interesse dran. Den Infanteriekrieg, Panzerkrieg und Luftkrieg, da haben wir schon als Deutsches Reich die höchste Entwicklung. Das ist ja der Vorteil von den Deutschen. Weil sie am Anfang wesentlich stärker sind wie der Gegner. Und nachher dann, wenn sie zum Ausgleichen anfängt, da muss man mit der Wirtschaft halt so gut sein, dass man halbwegs mithalten kann. Ja. Jetzt kriege ich ein paar Groschen für Luxemburg und ein bisschen Kohle für Antwerpen, weil ich glaube, das fällt damit automatisch. Was war das? Eine holländische? Ja, niederländische Armee. Ja. Dann schauen wir mal, kontrollieren wir mal das da. Ja, das geht mit der Versorgung. 6, 5, 5, 5, 5 ist schon traurig, das ist wenig. Aber wenn eine Einheit zerstört wird, und ich glaube, diese Mutmaßung, sie war im Versorgungsbereich 5, dann wird sie zwar zerstört, aber dann kann man es billiger wieder aufstellen. Ja, aber die wandelt sich dann eh um. A-Druck heißt derzeitig und zwar Druck heißt nächste Runde. Nächste Runde bin ich für FO versorgt. Sämtlichen Einheiten. Ja. Na gut. Ich trinke noch einen Schluck. So, da. Abschluss. Belgien kapituliert, so wie ich geglaubt habe. Deutsches Reich erbeutet 127 Militärpunkte. Natürlich Luxemburg kapituliert auch. Erbeutet 14 Militärpunkte. Deutsches Reich marschiert in Norwegen ein. Die USA protestieren gegen die Aggression des Deutschen Reiches. Deutsche Truppen sichern Narvik, Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger und Kristiansand. Ja. Norwegische Truppen beschädigen beim Rückzug ins Hinterland das Schienennetz. Ja. Flüchtlinge blockieren Straßen, was sich auf die alliierte Versorgung in Nordfrankreich auswirkt. Französische Truppen geraten in Panik, als die Maginot-Linie überwunden wird. Norwegischen Batterien im Oslo-Fjord sagen die Verluste bei den deutschen Versionstruppen. Autsch. Jetzt überfeindet man da schon wieder was.
Vidkun Quisling ernennt sich selbst zum Ministerpräsidenten von Norwegen. Wissenschaftler berichten über Fortschritt bei Spionage und Aufklärung. Ah, 98. Ja. Ja, 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 ja. 199. Stalin nimmt 91 ein. Okay, die Bildung der Home Guard stärkt die britische Moral. Ja, ja. Ja, zieht sie zurück. Wird jetzt spannend. Ja, Abfangjäger, ist klar. Eskorten steigen auf. Ein Verlust. Drei Verlust. Ein Verlust. Ja. Nein, nein, da steckt auch wieder Opferjäger auf. Eskorten steigen auf. Opferjäger hat ein Verlust. Zwei Verluste. Sehr gut, die haben auch zwei Verluste. Ach Gott, die haben da auch zwei Verluste. Ja, er greift an. Da zieht er sich zurück. Verlust von Belgien schwächt die britische Moral. Vereinigte Königreich startet Operation Fork für die Invasion in Island. US-Kongress verabschiedet die Cash-and-Carry-Klausel für den Export von Waffen in das Vereinigte Königreich. Deutsche Sicherheitskräfte lokalisieren nach langer Zeit die polnische Widerstandsgruppe unter Hubal und zerschlagen sie. Ja. Brüssel hat Schaden durch Bombardierung erlitten. Zypern befreit. Ah, ja, ja. Strategischer Hinweis. Die Finnen tendieren in Richtung der Achsenmächte und würden sich automatisch unserer Seite anschließen, wenn wir uns entweder Leningrad bis auf weniger als fünf Felder, Novgorod bis auf weniger als sechs Felder oder Psykov, Ostrov oder Polosk bis auf weniger als zwei Felder nähern. Empfehlung, behalten Sie die feindliche Diplomatie im Blick. Wenn es dem Feind gelingt, sollten die Finnen zu den Alliierten tendieren zu lassen, wenn sie bei einem Krieg zwischen uns und der UdSSR neutral bleiben. Hm. Ja, nächstes U-Boot. Und gut, ziehen wir mit unseren U-Booten da auch wieder weg. Im Schleichmodus. Ja, das U-Boot. Ja, das wird ein bisschen. Muss auch ein Stück. Ja, ist aber gelungen. So. Schaut das aus? Ja, ist eh noch super mit der Lautstärke. Gut. Jetzt ist die Frage. Die Marine da oben bewegt. Dann kommt jetzt die Zerschlagung der Kräfte. Dann schauen wir mal. Wir lösen die zwei raus. Geben die zwei unter. Das ist jetzt eine schwere Entscheidung. Ich
Ich habe einfach zu wenig. Freistellen. Freistellen. Unterstellen. Freistellen. Unterstellen. Unterstellen. So. Okay. Dann habe ich. Ja, der hat das eher noch. Das ist gerade noch. Der hat auch noch Kontakt, aber das Wichtigste, die zwei Einheiten und die vier Einheiten sind unter Kontrolle. Ja. Im Norden nicht. Wird Quartier nicht bewegen. Ja, die muss vielleicht angreifen. Okay, jetzt ist die Frage. Wir bombardieren. Ja, ja, Opferjäger wieder. Ein Verlust. Zwei Verlust. Zwei Verlust. So. Nächsten Opferjäger der Engländer. Ah, diesmal begleitet unser Flugzeug. Das heißt, ein Verlust. Zwei Verluste. Und zwei Verluste. Ja. Okay. Der schwere Bomber. Roter Damm. Ja, Opferjäger. Einer. Drei verloren. Zwei verloren. Ein verloren. So. Das heißt, wenn die drei Opferjäger mit irgendwas angreifen. Ja, sechs ist eh noch genug. Ja, das geht am Verschleiß natürlich, die Flugzeug. Dann greife ich da auch mit Bomber. Nichts genutzt. Da kann ich nirgends angreifen. Ja, dann verlegen wir den. So her. Okay. Jetzt muss ich eine gute Übersicht bewahren. Na, mit 7er ist er Blödsinn. Mit 6er ist er Blödsinn. Na, mit 7er. Ich muss da irgendwie, ich muss mal da Aufklärung machen. Ich sehe gerade Opferjäger starten. Ein Schaden. Zwei Schaden. Und da sehe ich jetzt, da ist einer. Okay. Weil natürlich ist mein Ziel Paris. Die kam halt verdammt weit. Wenn ich den da ziehe. Den dort zieh. Wenn ich ihn da herziehe, da sehe ich nicht, ob da irgendwer ist im Wald. Okay, anscheinend nicht. Na gut. Sehr gut. Die erste Panzer. Ein Träumchen. So.
Der hat vorher schlechte Chancen gehabt von unten vom Angriff. Ah, das ist eine Stadt, deswegen. Greif eine Stadt nie mit Panzerkräften an. So, da ist Reims. Also da ging jetzt Lila ist auch mit der Dings besetzt. Und fahr da her. Die ist zwar in Reims, aber nur 1 Prognose. Ja. Ja, genau, 2. Sehr gut. Das war die zweite Panzereinheit. Ganz 4. 04. Zerstört. Na gut. Ich bleibe da stehen. Ich brauche aber da auch noch, da oben noch, auch noch. So, dort. Ah, fuck. Gott sei Dank. Dann das besetzen. Das besetzen. Dann 1 zu 4, da greife ich schon. Sehr gut. 1 zu 3, da greife ich auch. Sehr gut. So. Wir auch nicht. Warte mal, da unten ersetzen. Hier. 2. Ja. 2. Hier. Dollar. Dolok. Ja. Oh, fuck. Da habe ich was vergessen. Oh, fuck. Ich habe mich verklickt. Oh. Scheiße. Wir reparieren das wieder. Theoretisch. Daher. Das Einzige, was überbleibt. So. Dann sitze ich den ein bisschen ins Norden noch. Den habe ich auch noch. Was mache ich denn? Da sichern. Okay. Ja, den da her. In der zweiten Runde krieg ich's nicht hin. Doch, ich krieg's doch hin. Gott sei Dank habe ich den gezwungen zur Flucht. Okay, das heißt, die 3 sind okay. Das heißt, den ziehe ich noch links noch. Noch die, noch Maastricht. Ja, das kommt Freude auf, wenn man das so sieht. Dann den könnte ich auch noch Süden bewegen. Nein, kann ich nicht. Wow, mach keinen Blödsinn. Der muss den Floschenhals da halten. Weil der 3er, der macht mir keine Angst. Ehrlich nicht. Jetzt könnte ich theoretisch vordrücken mit dem. Weil das war die Hauptstadt, oder? Nein. Wo
Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich war fast aus Antwerpen rausgezogen. Daher. Und dann war der nächste Stunde wieder. Nächste Runde wieder in Antwerpen einmarschiert. Ja, die sind alle schon dran gewesen. Mhm. Ja, na gut. Die Engländer. Ich muss ja so schnell möglich Paris wegnehmen. Weil dann gibt es eine Kapitulation und dann kann mich schon auf Russland konzentrieren. Oder landen. Afrika kommt auch mal dazwischen einmal vor. So, na gut. Das heißt, wir haben das Ganze da bewegt. Aber ich könnte da theoretisch die ganzen nachziehen. Wegen Paris. Ups, Entschuldigung. Paris, Paris, du schöne Stadt an der Saar. Gut, habe ich schon alle bewegt. Das, ja. 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 Bei Narvik und Trondheim, wo ist denn Trondheim? Das ist glaube ich da. Ah, das Alta. Da ist der Narvik-Hofen. Dann verstärke ich das einmal. Weil ich weiß, dass die ja auch London probieren könnten. Und Oslo. Verstärke ja. Das heißt 418. Dann Forschung. Und jetzt halt das Flugzeug raus. Und damit bin ich auf 850, das heißt 150 Punkte noch. Das heißt da nichts. Ja, da auch nichts. Ja, passt, den Rest will ich kaufen. Befehlshaber brauche ich noch für den Osten. Die Weite Russlands ist furchtbar. Es hört nie auf, das Land. Schwere Artillerie war das eine Idee. Für Leningrad oder für Sevastopol. Braucht ja eine Zeit lang. Wie lange braucht man schwere Artillerie bis September 40? Ah. Raketen haben wir bis September. Eisenbahngeschütze. Ja, ja, das ist auch. Luftabwehr war aber auch nicht schlecht. Brauche ich dann spätestens, wenn ich die Dings habe. Mechanisiert und Panzer. Nein, ich bleib dabei. Au. Schade. Geht sich nicht aus. Das heißt, ich kaufe einen normalen Panzer. Ja, kommt im Oktober 40. U-Boot. Dann schaue ich, was habe ich das mit dem Ganzen? Ja, das habe ich schon. Von Italien. Da muss ich einmal das nach Badia. Ein bisschen in Reichweite. Das ist die erste Armee. Hm.
Und die Ariad-Panzer. So, damit habe ich das am Ziel. Die sollen sie da einbauen. So ein Jäger. Lass dann lieber in Tripolis. Das ist jetzt gut. Gute Frage. Hat da noch einen Schaden zu machen? 0 von 2. Das ist die 10. Armee unter dem Kommando vom. Wer ist denn der Kommandeur von Rundstedt? Ja. Hab trotzdem eins verloren. Ja, das ist dem Hobby-General auch dauernd passiert. Aber der hat gegen Menschen gespielt, gegen Steinwallen und der war. Wir haben leider überlegen. So. Die Frage ist nur dies. Der steht auf einer weiten Fläche, auf einer kleinen Fläche, ohne Verschanzungsmöglichkeit. Ich tausche mal aus. Jetzt kann der nur von einer angegriffen werden. Und falls da zwei angreifen, Selbstmord. Okay. Okay, okay, okay. Gut, ich denke nochmal nach. Die Italiener haben 104 Punkte. Ich hab schon eine Idee. Bei den Italienern Forschung. Mit 100 Punkten. Bei den Italienern hätte es sehr wohl einen Sinn. Wenn sie den Seekrieg ausgeben taten. Oder? Marinewaffen? Weiterentwickelt ist. Na. Achso. Ja, bin ich blöd. Ich habe 104 Punkte. Luftkrieg, Seekrieg. Die haben einen Scheiß. Ich habe keine Weiterentwicklung beim Dings, weil Langstreckenflugzeuge, ja, das bringt ja nicht viel. Erdkampfwaffen. Ja. Dann spare ich das und investiere das in Produktionstechnologie. Ja. So, ich mache wieder kurze Pause. Eine richtige Pause, ich lasse den Ton an. Aber ihr kennt euch aus. Es geht ums Rauchen in der Öffentlichkeit. Ich kann jetzt alles machen, zum Beispiel Haar waschen. Ist ein interessantes Spiel. Und teilweise sehr fordernd. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Paris liegt vor uns, da die Song. Zwei Hexfelder weit weg. Ich bin eigentlich auch blöd. Bin eigentlich live lassen. Und ganz einfach die Webcam ausblenden. Das geht ja auch. Das geht überhaupt ganz gut. Ich übertrage jetzt ohne Webkamera. Lass mal uns durch den Kopf gehen, das Ganze.
Wieder interessant. Die nächste Runde wird auf jeden Fall interessant. Ich lade übrigens alle meine Streams. Ich werde drauf mal wieder, wie das geht, ehrlich gesagt. Ja, zufällig. Ich lade meine Streams auf meinen YouTube-Kanal. Und von dort kann man sich die anschauen. Die schauen wir selber an, zur Erinnerung. Ja. Ist auf jeden Fall toll. Ach ja. Oder? Ich beende gleich die Runde. Lass mal sehen, was passiert. Mal 6. So. Hoffen wir, dass uns nicht ein paar Einheiten zerschlagen. Oder wenigstens. Naja, warten wir mal um. Achtung, fertig. Es ist der Mai, der 6.1940. Französisches Moral sinkt. Ja, ja, das sinkt auch weiter. Winston Churchill wird Premierminister gewählt. Da geht es um die Konvoi-Route nach Narvik. Die ist natürlich sehr anfällig für die Angriffe. Also entweder machen wir es auf Deutsch gesagt kürzer oder länger. Oder lassen wir es bei der gleichen. Mit mehr Einnahmen. Aber ja. Ja. Ja, die sind sinnvoll in der Lage, die Konvois zu stören. Überleg gerade noch. Ja, ich sag ja. Britische Marineeinheit besetzen Island. Island schließt sich den Alliierten an. Italien bereitet sich auf den Krieg vor. Die deutsche Moral erhält einen großen Schub, als die Maginot-Linie überwunden ist. Der deutsche Vorstoß verbreitet Angst und Schrecken in den Reihen der französischen Truppen. Wissenschaftler berichten über Fortschritte bei Panzerabwehrwaffen. Sehr gut. Spionageaufklärung 1. Und mit den ganzen Importer mit 306. Ist ganz okay. Zieht sie da komplett an. Formiert sie noch links nach. Ja, der verstärkt er. Ja, macht eine Blockade von Norden. Und jetzt krache ich nach Süden ein. Weil die zerlege ich ihm sofort. Die Hauptquartier-Einheit. Ja, jetzt probiert es an der normalen Front anzugreifen. Ja, aber das wird nichts werden, mein Freund. Das wird nichts werden. Ja, mit dem Panzer kommt er daher. Na, die zerhauen am so auch gleich. Italien schließt sich den Achsenmenschen. Achsenmenschen? Mein Gott! Achsenmächten an. Und Italien erklärt den Alliierten den Krieg. So, das ist, ja, Stabschef der italienischen Marine. Die Arbeiten am Schlachtschiff Roma gehen bei Dresd weiter, allerdings wird er vermehrt darauf, ja, sollte es einen Flugzeugträger umbauen. Bei der scheiß Luftwaffe, was die haben. Ja, nein, keine Mehrkosten und zu Ende bauen. Mhm.
Das ist natürlich sehr gut. Ah, der ist aus der Reichweite. Ah, verdammt. Verdammt, verdammt. Dann lasse ich den einmal frei zur Regeneration. Dann stelle ich den unter. Ja. Tja, 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 tja. Der hat die anderen, der hat die zwei. Beistellen. Freistellen, unterstellen, unterstellen, okay. Dann stellt den frei, den unter. Dann habe ich einiges. Okay, das ist mit dem Kommandanten noch erledigt. Dann drücken wir mal auf. So, der Vorteil ist, ich kann in die Häfen da einlaufen. Zum Aufmunitionieren. Jetzt fahren wir Jagdmodus. 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 Irgendwo da sind die Engländer auf alle Fälle. Ah, okay. Dann fahren wir in Dings ein. Okay. Ich merke am liebsten da irgendwo einlaufen, aber wollen wir mit Deutschland, jawohl. Und mit der Gneise noch renne ich da eine. Gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jo, das verstärke ich nächste Runde. Ja, da kann ich auf 11 verstärken. Und die drei U-Boote sind da am Weg. U37, normal. Mhm. Jo. So, Stukas. Ja. Stukas, auf die Panzer natürlich drauf. Ja. Dann die auf Paris drauf. Ja. Dann auf Paris drauf. Ja. Ein Stück nicht habe ich da noch.
Oh, fuck. Haben wir verklickt? Schade drum. Dann mit den Jägern. Ja, das ist der beste Jäger, was ich habe. Schauen wir mal. Sogar Charles war frei. Shalom. So, wie weit kommen wir mit dem? Den kommen wir bis daher. Den. Ja, das ist jetzt die Versorgungsfrage. So mit der niedrigen Versorgung. Das Ganze natürlich nicht zusammenhält. Ich muss Reims da nehmen. Und bereite das mit einem Infanterieangriff vor. So. So, damit habe ich Reims. Versorgung 6. Okay. Ja. Passt. Interessant. Mit der 99er Adler noch. Okay, habe ich das. Der stabile Front. Jetzt konnte ich den theoretisch rausziehen. So. Man kann ich nicht machen. Mal zwei Einheiten. Den konnte ja, Gott sei Dank. So. Bin ich da unten auch ein bisschen einbrochen in der Front? So, jetzt schauen wir mal. Ups. So, das ist ja wenig Verstärkung, aber da nochmal ein bisschen mehr Verstärkung. So. Brüssel bleibt in Verteidigung. Okay.
Ja. Gut, im Norden nehme ich jetzt mal Rotterdam. So, Hauptstadt, das heißt, ich kann die auch schon nach Süden zählen. Nach Süden zählen, gut. Na gut, man kommt sich ein bisschen mit. Ja, über 2 Stunden schon gestreamt. Es ist 22 Uhr. Dann speichern wir auch. Oh fuck, das war das Falsche. Da müssen wir auch speichern. Da oben ist der Speicherknopf. Ja, speichern. Ah, jetzt habe ich vergessen einzublenden sogar. Ja. Da bin ich wieder. So, sehr gut. Das ist mein erster Stream. Ich muss mir die Soundqualität noch anschauen. Aber schaut ganz gut aus, wenn die Pegel stimmen, was ich da so sehe. Ja, dann hat sich das ganz gut gestaltet. Na gut. Dann sage ich schöne Grüße von der Front und bye bye.